Ficus Benjamina. Dann sprechen wir es mal richtig aus. Ficus Benjamini, Benjamina. Ja, hier haben wir vor kurzem einen Versuch gemacht mit EM. Wir haben 1 Liter Wasser genommen und dort dementsprechend 1 Milliliter. War das jetzt 1 Milliliter? EM? EM, jetzt habe ich sie gar nicht draufgeschrieben. Lol. Naja, schaue ich gleich nach. Ich glaube, 1 Milliliter auf 1 Liter Wasser haben wir dann dementsprechend EM dazugegeben. Sonst nichts. Hier haben wir Leitungswasser verwendet und hier haben wir Osmosewasser verwendet. Ja, und wie wir jetzt schon sehen können, ist die Variante hier im Osmosewasser schon bewurzelt. Nach 2 Wochen, das Ganze ist schon ein paar Tage her, jetzt, dass die Bewurzelung anfing. Im Leitungswasser hat sich noch nichts getan. Ja, das nehmen wir jetzt so mit. Ist natürlich nicht relevant vom Versuch her, weil es nur 2 Pflanzen sind. Nicht wahr? Das wissen wir ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesehen jetzt, im Osmosewasser ist die Bewurzelung mit dem EM dementsprechend recht schnell gegangen. Das Ganze stinkt nicht, ist alles okay, alles glasklar, alles easy, riecht nicht oder gleich. Von daher hat das soweit ganz gut funktioniert. Jetzt natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ja, ich würde sagen... So geht's heute weiter. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen, andere Pflanzen vermehren und wie es weitergeht. Ja, Benjamina. Ficus, Benjamina. So, ganz kurz nochmal zu dem Experiment. Wir hatten bei dem Leitungswasser 560 Mikrosiemens pH bei von 8,5. Wir sind jetzt immer noch bei 560 Mikrosiemens pH bei 8,4. Also hat sich eigentlich nichts verändert. Beim Osmosewasser haben wir 30 Mikrosiemens pH Wert 6,3. Wir haben jetzt einen Mikrosiemens Wert von 50 und pH Wert von 6,5. Hat sich also auch nicht ganz so viel verändert. Der pH Wert und der Mikrosiemens sind etwas gestiegen, aber das ist unrelevant eigentlich. Gar nicht so wichtig. Was ist wichtig jetzt bei diesem Experiment, was wir mitnehmen können? Osmosewasser hat so gut wie keine Nährstoffe, außer das, was wir hier reingegeben haben, mit den Mikroorganismen, mit den effektiven Mikroorganismen. 1 Milliliter auf 1 Liter steht ja sogar auf der Flasche drauf. Jetzt hat sie Wurzeln gemacht, weil sie wenig Nährstoffe hat. Dementsprechend wachsen die Wurzeln natürlich viel schneller, weil die Pflanze möchte Nährstoffe haben und dementsprechend schickt sie die Wurzeln, um auf Suche zu gehen nach Nährstoffen. Andernfalls hier beim Leitungswasser eben nicht, weil dort sind so viele Mikrosiemens, also Salze vorhanden, dass der Pflanze das too much ist oder zu viel oder wie auch immer, nicht wahr? Too much, zu viel, weißt Bescheid. Ja, dann ist halt so gegeben, dass sie wahrscheinlich auch Wurzeln macht, aber viel, viel später halt. So ist es jetzt zumindest gegeben. Was werden wir jetzt machen? Ganz klarer Fall. Wir werden das Ganze in die Hydroponik überführen. Das werde ich heute aber nicht mehr zeigen. Das habe ich schon so aufgezeichnet, dass mir das nicht mehr schimpft dahinter noch über mich, weil ich immer Hydroponik mache hier. So, ich würde sagen, damit ist das Projekt jetzt so erstmal beendet. Das lassen wir so da stehen. Aufdüngen werde ich das Osmosewasser jetzt, wo wir das in Hydroponik überführen, so wie wir es bisher gehabt haben, mit dem niedrigsten Wert und dementsprechend das Ganze dann später anfassen. Da kommen wir so auf 600 Mikrosiemens plus minus. Ja. Sorry, ich habe oben noch ein Projekt am Laufen, von daher bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Und heute Morgen hatte ich schon das eine draußen gemacht und jetzt würde ich sagen, machen wir tatsächlich mal ein paar Updates hier von den Sachen, die hier im Raum stehen, insbesondere natürlich von den exotischen Pflanzen, damit wir dort ein paar kleine Sachen wieder mitnehmen können. Ja, denn es ist interessant zu sehen, was so im Laufe der Zeit passiert. So, ich würde sagen, fangen wir an mit dem Buddha-Baum, die wir letztens sehr stark gedüngt haben. So, alles fertig. Wasser eingefüllt, Osmosewasser, 1 Liter, 0,3 Grow, 0,6 Mikro und 0,9 Bloom Milliliter. So, Pflanze ist vorbereitet, hier schon im Würfel hineingepackt und das Ganze stecke ich jetzt hier hinein. Und dann können wir die Wurzeln... Hallo? Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Okay. So, das Ganze ist unten offen, wie gehabt, weil das brauchen wir nicht. Das hält auch so. Ja, Klartext, der ist jetzt aufgedüngt, etwas über 600 Mikrosiemens. Jetzt habe ich hier noch keine effektiven Mikroorganismen reingepackt. Nein, mache ich jetzt auch nicht. Ich lasse das so, wie es ist erstmal. Dazu müssen wir einen eigenen Test mal machen mit einer anderen Variante, weil da brauchen wir doch ein paar mehr Pflanzen. Von daher lassen wir das jetzt so, wie es ist und düngen die Pflanze so auf wie die anderen in der Hydroponik auch. Von daher, nicht wahr? Es läuft. Kommen wir jetzt zu dem Ficus religiosa, dem Buddha-Baum. Ja, wir hatten ihn gedüngt letztens gemeinsam mit, weiß nicht, über 2000 Mikrosiemens, glaube ich, gewesen. Und da stellt sich ja die Frage, vertragen die Pflanzen das oder nicht? Die waren recht blass gewesen. Ja, wie wir sehen, sie sind mittlerweile kräftig grün geworden, also haben sie das tatsächlich, ja, geschafft in dem Sinne, mit solch einer starken Düngung dann dementsprechend auch wachsen zu können. Ja, manche Pflanzen vertragen es, manche eben nicht. Und was wir hier haben, das sind Mini-Chilis. Ja, lass dich kaputt. Das ist die Pilzerde, die wir damals verwendet haben, die wir bei den Olivenbäumchen herausgeholt haben. Das war am 27.01. war hier die Aussaat.
Dann ist ein Pflänzchen gewachsen, das ist dieses hier. Das hatte dann ein Blatt und ein Keimblatt und war immer am Kümmern gewesen. Und diese hier, die sind jetzt vor ein paar Tagen herausgewachsen. Überlegt, 27.01. war die Aussaat, nicht wahr? Wir haben jetzt bald Ende Mai und jetzt sind sie erst gekeimt in diesem Pilzsubstrat. Ja, also wir sehen, dann haben diese Pilze hier im Substrat anscheinend auch eine keimhemmende Wirkung. Man kann es ja auch erkennen, diese weißen Punkte. Das sind die Pilze. Ja, keimhemmende Wirkung, also ist das dann doch nicht so gut, sie direkt in solch einem Substrat auszusehen. Ob das Substrat dann später mal Vorteile birgt für die Pflanzen, müssen wir noch weiterhin beobachten. Ich lasse jetzt im Moment erstmal noch drin. Wurden natürlich auch schon gedüngt, hier ist ganz klarer Fall. Denn ohne Nährstoffe wächst natürlich nichts. Von daher, nun ja, sie sind kräftig grün. Mal gucken, was daraus mal für Pflanzen werden. Also ist doch schon interessant zu beobachten, dass das Ganze dann jetzt im Prinzip 4 Monate gedauert hat, dass dann die anderen Samen noch gekeimt sind. So, und bei dem Butterbaum Ficus religiosa, nach wie vor sieht das für mich wie Unkraut aus. Also sieht nicht aus wie ein Ficus irgendwie, ne? Oder? Also, ja, ich hoffe mal, dass das keine Mogelpackung ist, weil das wäre dann nämlich wirklich sehr ärgerlich. Tja, so kann es gehen, nicht wahr? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich habe mir schon ein paar Pflanzen angeguckt, aber irgendwie sehen die nicht so aus. Also irgendwie, sieht aus wie Unkraut von draußen, nach wie vor. Ich weiß nicht. Nun ja, lassen wir einfach weiter drin und beobachten das Ganze. Vielleicht haben sie auch deswegen diese starke Düngung vertragen, weil es keine Ficus religiosa sind. Ach Menno. Nun ja, wir warten mal ab. Wir können das Ganze ja weiter beobachten gemeinsam. Die Feigenkaktus-Zwillinge. Sie sind wunderschön gewachsen. Nach wie vor eher rundlich anstatt platt. Ja, war von Anfang an schon so gewesen. Mal gucken, ob die sich dann auch weiterhin so entwickeln. Das sind ja immer noch Babys, also müssen wir weiterhin abwarten. Auf jeden Fall sind sie sehr schön im Wachstum und kräftig. Ja, auch die werden natürlich gedüngt jetzt regelmäßig, ganz klarer Fall, denn ohne Nährstoff wächst ja nichts. Und da die Wintermonate jetzt vorbei sind und die Pflanzen im Wachstum sich befinden, werden sie natürlich auch dementsprechend gedüngt, nicht wahr? Denn ohne Nährstoffe wächst nichts. Aber überdüngen dürfen wir natürlich auch nicht, nicht vergessen, nicht wahr? Ja, aus Fehlern lernt man auch immer wieder mal. Also, ja, sie wachsen weiter, die Feigenkakteen. Die Chili Fatalii von dem Marvin, die können wir heute mal pikieren. Die sind ein bisschen blass um die Ohren. Ja, die haben halt etwas zu wenig Dünger, aber ist nicht ganz so tragisch. Sie sind wunderschön gewachsen nach der Keimung und jetzt können wir sie tatsächlich pikieren. Und das werden wir gleich gemeinsam machen, die Fatalii. Dann wollen wir mal die Chili Fatalii hier umpflanzen. Auch hier natürlich das Pöttchen wieder schön drücken, damit die Wurzeln sich lockern, wir sie nicht herausreißen. Lockere Erde können wir schon mal rauskippen hier. Packen wir uns die Pflänzchen, lassen sie herauslaufen, fallen in dem Sinne. Ja, das war's schon. Ging auch relativ flott. So, also Wurzeln sind jetzt noch nicht ganz so viele vorhanden hier, aber nichtsdestotrotz wunderschön gewachsen. Werden wir hier einen Wurzelrückschnitt machen? Ja, natürlich werden wir einen Wurzelrückschnitt machen, bevor wir sie einpflanzen. Auch hier werden wir das Ganze etwa ein Drittel bis zur Hälfte ungefähr einkürzen. Dann lassen sie sich besser eintopfen und zum anderen machen sie dann bessere neue Wurzeln. Das darf man nicht vergessen. So, dann haben wir das schon mal fertig hier. Dann nehmen wir ein Pöttchen, das habe ich schon mal vorbereitet, Erde eingefüllt, ein Löchchen reingemacht und dementsprechend kommt jetzt die eine Fatalie hier hinein. Und die Wurzeln, die bringen wir dann mit in die Erde hinein. Auch die pflanzen wir etwas tiefer. Wir wissen ja, Chili, Tomaten und KKG kann man tiefer pflanzen, da sie dann neue Wurzeln machen. So, dann gießen wir das Ganze sofort an. Und auch hier verwenden wir aufgedüngtes Wasser wieder. Und weil sich gezeigt hat bei den Chilis, dass es doch besser ist, wenn sie von Anfang an ja einen Schuss Dünger zusätzlich bekommen. Nicht? Weil die Erde ist ja schon aufgedüngt bei uns hier. Wir verwenden ja unaufgedüngte Kokoserde und düngen die dann selber auf. Und dementsprechend haben wir schon Nährstoffe in der Erde drin, aber bei den Chilis hat sich das gezeigt, dass sie doch lieber etwas mehr Nährstoffe haben möchten, gleich von Anfang an. Denn der Topf hier, der trocknet sehr schlecht aus, also das Wasser wird ganz wenig nur verbraucht von der Pflanze. Und von daher ist es dann ratsam, ja, bei den Chilis, wenn sie ein bisschen Depot haben im Prinzip. So, das ist jetzt Nummer 3. Auch hier die Erde ranfüllen an die Pflanze, leicht andrücken und auch sofort angießen mit dem Dünger. So, ready. Damit haben wir die Fatalii dann jetzt auch wieder fertig eingepflanzt. Syningia pusilla. Sie blüht. Wunderbar. Ich muss ein bisschen vorsichtig hier sein, denn die Blüte ist sehr filigran. Aber richtig hübsch. Das ist so schön anzusehen.
Ein kleines blau-violettes Blümchen. Ja, dann haben wir es doch geschafft, sie jetzt auch zum Blühen zu bringen. Die Syningia Pustula. Ja, nach wie vor hier in dieser Mooslandschaft. Ach, das ist so schön anzusehen. So schön. Oh. Ja, es hat geklappt. Interessanterweise wachsen die Syningia Pustula, die jetzt hier so ein bisschen abseits stehen von dem ganzen Moos, etwas besser als die, die direkt hier im Moos stehen. Aber nun ja, vielleicht mal wieder einen kleinen Schluck Dünger beigeben, aber nicht zu viel auf einmal, nicht wahr? Ach, ist das hübsch. Ist das schön anzusehen. Die Syningia Pustula blüht. Ein kleines Update von dem riesen Bambus, der noch riesig klein ist. Ja, sieht nicht ganz so gesund aus, ehrlich gesagt. Ist auch ein bisschen blass um die Ohren. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihn jetzt tatsächlich nach draußen bringen sollten. Also er scheint sich in der Wohnung nicht wirklich wohl zu fühlen. Wurzelwachstum, Moment mal. Ich will gerade mal gucken, haben wir da schon irgendwas? Hier kann man jetzt nichts sehen. Von unten gucken. Ja, dort kann man schon etwas erkennen. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Hier. Also hier kann man Wurzelwachstum erkennen. Ja, ich würde sagen, ich stelle ihn jetzt nach draußen. Im Moment ist es nämlich bewölkt draußen und es nieselt. Es regnet also leicht. Also von daher wäre das jetzt optimal. Allerdings werde ich jetzt dazu hier unten ein paar kleine Löcher reinschneiden, damit das Wasser also hier auch ablaufen kann und nicht drin stehen bleibt, wenn er jetzt draußen im Regen steht. Ja, mal sehen, wie der Riesenbambus sich dann riesig klitzeklein weiterentwickelt. Der Kapok im Wasser. Ist das nicht schön anzusehen? Ja, seitdem wir das letzte Mal mit dem Mikro aufgedüngt hatten, so ein bisschen habe ich nichts mehr dran gemacht. Das lasse ich jetzt auch erstmal so, denn die Werte verändern sich ja nicht im Wasser. Es sei denn, das Wasser wird verbraucht von der Pflanze. Das wissen wir mittlerweile auch schon. So, dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie der Detlef mit seinem Messerchen hier die Löcherchen hineinschneidet, damit hier auch das Wasser schön ablaufen kann. Das geht wesentlich einfacher als mit einer Schere. Von daher, schönes scharfes Messer, nicht wahr? Und dann einfach abschneiden. So, dann haben wir jetzt ein paar Löcher hier unten drin, dann kann das Wasser ablaufen und dementsprechend kommt die Pflanze, beziehungsweise der Riesenbambus jetzt nach draußen, der klitzekleine. Auf Wunsch zeige ich dann jetzt nochmal unser Granatapfelbäumchen, was ja fast am Sterben war und dann plötzlich einfach so wieder ausgetrieben ist. Man sieht also, er steht so in Richtung Licht. Deswegen ist er ein wenig geneigt. Den werde ich jetzt ab und zu mal drehen, damit er nicht zu einseitig wächst. Sonst wächst er nämlich nur in diese Richtung hier. Das wäre jetzt nicht so optimal. Von daher werde ich ihn jetzt zwischendurch mal drehen. Ja, kurz gezeigt, unser Zwerg. Granatapfelbäumchen. Und dann haben wir noch etwas, und zwar einheimische Bäume haben wir einen behalten im Haus, und zwar einen Ahorn. Der Bergahorn im Haus. Den ganzen Winter stand er hier im Haus, ist nicht gewachsen, hatte kein einziges Blatt mehr gehabt. Er steht hier in Symbiose mit unserer Dattelpalme. Die wollten damals beide kaputt gehen irgendwie, aber die sind grün geblieben und sind jetzt wieder am Austreiben. Und hier hat sich auch dieser Pilz etabliert, der tatsächlich also nicht schadet den Pflanzen, dieser jetzt zumindest nicht. Und hier unten sieht man sehr schön das Wurzelwachstum. Das sind die Wurzeln von der Dattel, die wir hier sehen können. Also, ja, auch mit dem Bergahorn, Dattel in Symbiose, geht dann dementsprechend weiter. Ja, das ist so genial anzusehen, dass sie also tatsächlich überlebt haben. Wobei es anfangs so aussah, als wenn sie beide kaputt gehen. Man sieht ja diese braunen Blätter hier und das sind die, die abgestorben sind. Und aber nichtsdestotrotz, in der Mitte, die beiden sind grün geblieben und jetzt ist das Ganze wieder im Wachstum. Ja, manchmal doch interessant zu beobachten, wie sich manches entwickelt im Laufe der Zeit, nicht wahr? Also nicht von heute auf morgen sozusagen, sondern im Laufe der Zeit. Also ist auch bei dem Bergahorn jetzt langsam der Frühling eingezogen und die bleiben jetzt auch im Haus, weil ich das Ganze einfach weiter beobachten möchte, wie sich das Ganze im Haus entwickelt. Das Granatapfelbäumchen Punica granatum. Wir haben ja gerade den kleinen gesehen und das Ganze hier in Großform, also in normaler Form. Auch nochmal ganz kurz gezeigt für den Fall, dass ich, also ich wusste jetzt nicht, ob der jetzt in klein oder in groß, von daher zeige ich es einfach mal beide. Ja, dann haben wir heute wieder einiges gesehen hier, was so ja, wächst, was wir so machen und sowas. Und jetzt wurde ich auch mal gefragt, aber schon länger her, was macht denn deine Avocado, die du mal abgeschnitten hattest? Ja, wir erinnern uns, wir hatten damals zwei, glaube ich. Eine ist kaputt gegangen und die andere, die stand draußen.
So war das, genau. Die stand draußen. Der letzte Sommer war recht kühl gewesen und nachts auch 10 Grad, sogar tagsüber 10 Grad, manchmal mitten im Sommer. Und das hat die Avocado überhaupt nicht verkraftet. Irgendwann ist er dann tatsächlich kaputt gegangen. Und eine hatte ich allerdings hier im Haus, wer sich erinnert, wir hatten eine mit so gewellten Blättern. Ja, das ist diese hier. Und es gibt sie tatsächlich immer noch. Quietsche, quietsche grün, etwas schräg gewachsen, weil sie stand so zum Licht. Und ich hatte ja noch eine andere Pflanze mit drin gehabt, die habe ich jetzt gerade abgeschnitten hier. Kann man vielleicht den Stiel noch sehen. Das war so eine Winde, die hat sich halt hochgewindet, die Stange hoch dort, wo die Beleuchtung ist. Und dementsprechend ist das Ganze halt schief gewachsen. Ist aber nicht so tragisch. Allerdings werde ich ihn jetzt demnächst herausnehmen, denn er steht mir einfach zu wackelig drin. Das ist irgendwie... ja, nicht so, wie es sein soll, nicht? Man weiß Bescheid. Nun ja, aber er ist grün, er ist schön gewachsen, nach wie vor gewellte Blätter. Aber das war bei dieser Avocado schon von Anfang an damals gewesen. Schon als Baby, als sie gewachsen anfing zu wachsen, hatte sie schon gekräuselte, gekringelte oder wie auch immer, so gekrümmte Blätter halt gehabt. Und das hat sie bis heute nicht irgendwie verändert. Nun ja, vielleicht ist es einfach genetisch bedingt bei dieser Pflanze, aber nun ja, wir werden sie auf jeden Fall jetzt demnächst mal umtopfen. Ja, zum einen natürlich auch, weil ich wissen will, wie sieht es in der Erde aus. Sie sehen die Wurzeln aus, kann so natürlich nicht sehen, und auch um mal zu gucken, dass wir sie vielleicht kräftiger zum Wachsen bringen. Aber es kann auch sein, dass sie von Natur aus einfach so kompakt wächst, nicht wahr? Man sieht also der obere Bereich, ein Blatt nach dem anderen, nicht langstielig gewachsen, auseinandergewachsen, sondern immer schön ein Blättchen nach dem anderen, und dann dementsprechend ist das so kompakt hier gewachsen. Nun ja, ist ja auch nicht verkehrt, aber so schief gewachsen sieht ein bisschen bescheuert aus, ehrlich gesagt. Und von daher werde ich sie jetzt demnächst auf jeden Fall umtopfen. So, mein Lieben, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Delafrömisch, und viel Spaß an der Pflanze, was ihr sonst noch so macht. Und ja, jetzt habe ich noch ein Projekt, das läuft immer noch oben. Dauert doch länger, als ich gedacht habe. Aber das wird ein sehr spannendes Thema werden. Im Prinzip ist es ein neues... ja, wie soll man das nennen? Content, neuer Content? Weiß nicht, nicht unbedingt. Das eigentlich hat es ja auch mit Pflanzen zu tun, aber ja. Naja, das werden wir dann im nächsten oder übernächsten Film, je nachdem, wann ich damit fertig bin, sehen. Auf jeden Fall ist das was Neues, was, ja, wofür ich mich begeistere, und von daher werde ich euch das natürlich auch nahe bringen. Alles, was mir Freude macht und Spaß macht, bringe ich euch natürlich auch nahe. Ja, da es halt vielen Menschen gefällt, was ich so mache, von daher denke ich mal, ist es nicht verkehrt, auch mal was Neues anzugehen. Wobei, wir haben ja schon so viel im Kanal, weißt Bescheid. So, ich würde sagen, es gefallen hat, und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ach so, ich muss mir eben die Beschreibung fertig machen von dem einen Film. Den muss ich gleich ansteffen heute Morgen. Bye bye, winke winke.